Schatz. Baby, Alter. Guck mal unter den Tisch. Seid ihr müde? Ich habe jetzt irgendwie den ganzen Tag auf der Couch gelegen und gepennt, weil ich so im Arsch bin. Und das hat auch richtig gut getan. Ich habe auch einfach gemerkt, wie platt ich bin, weil ich die letzten beiden Tage krank zur Arbeit gegangen bin. Ich war voll am Ende. Ich habe mich heute Morgen hier auf die Couch gelegt und ja, jetzt ist Abend. Du hast mir die falsche Nummer gegeben. Warum? Da ist so eine Bandansage dran gegangen mit einer komplett anderen Stimme. Und was haben die gehört? Das Urlaub ist vom 18.07. bis 18.08. und die gerade zu haben, aber wir haben März. Hoppala. Urlaub. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit. Ab dem 18.08. sind wir wieder wie gewohnt für Sie da. Okay, schönen Urlaub euch. Ciao. Also nur kurz zur Aufklärung, ne? Wir versuchen gerade eine Pizza zu bestellen. Und wir rufen eigentlich da an, wo wir seit Wochen bestellen. So unser Stammlieferdienst. Und ja, keine Ahnung, was da los ist. Ihr habt es ja selber gehört, ne? Oh. Ja. Beste Pizza der Stadt. Und dann hat man auch irgendwie keinen Bock, irgendwo anders eine Pizza zu essen. Was ist denn hier los? Es ist Wochenende und die haben alle zu. Unsere Lieblinge haben zu. Unsere Lieblinge haben alle zu. Naja, ich gönn mir erst mal einen Ingwertee. Ist ja fast genauso geil wie eine Pizza. Ich werfe irgendwie auf das Ding Schatten, ne? So. Wir haben jetzt auf jeden Fall was zu essen bestellt. Wir wollten ja eigentlich Pizza bestellen bei unserem Lieblingspizzabäcker. Der hat ja leider zu. Und wir haben jetzt bei einem anderen Lieferdienst bestellt, der die besten Nudeln macht. Tatsächlich. Der eine macht die beste Pizza, der andere macht die besten Nudeln, ne? Mhm. Schon. Hat der gesagt, wie lange das mit dem Essen dauert? Halbe Stunde. Wann war denn das? Weiß nicht. Hoppala. Essen ist da. Boom. Nachtisch.